Unsere nächste Slammerin hat sich während Corona gedacht, hat sie mir vorhin erzählt, scheiß auf Studium, ich gehe segeln, und hat ein bisschen Zeit auf dem Atlantik zugebracht. Als sie das erzählt hat, war ich schon ein bisschen neidisch, aber nur auf den Part, weil an sich hat sie Medizin studiert und darauf hätte ich keine Lust gehabt. Sie ist gerade in ihrem praktischen Jahr und jetzt würde ich sagen, warten wir darauf, was sie uns zu erzählen hat. Bewegt die äußeren Händen eurer oberen Extremitäten schnell zueinander und wieder auseinander. Macht Lärm für Anna Langerenken! Habt ihr gewusst, dass euer Körper euch täglich das Leben rettet und euer persönlicher Superheld ist? Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch zu meinem Vortrag. Ich nehme euch direkt mit zu einer WG-Party. Und jeder von euch kennt's, die coolsten Partys starten grundsätzlich immer in der Küche. Jeder hat so sein Getränk in der Hand und dann kommt die obligatorische Vorstellungsrunde. Und da bin ich ehrlich gesagt immer hin und weg, wenn ich höre, was ihr alles so macht. Von Keltologie über Brauereiwissenschaften, friesische Sprachwissenschaften und Blockflöte? Spätestens da habt ihr mich und ich will euch unbedingt kennenlernen. Und fragt mich, was es auf dieser Welt eigentlich für eine geile Scheiße gibt. Doch dann kommt das Gespräch zu mir. Medizin. Das Gespräch ist dahin. Jeder kennt's. Keiner hat mehr Fragen. Für den einen oder anderen vielleicht sogar ein Stück weit eklig. Und nur der Typ aus der letzten Ecke fragt, ob ich mir nicht mal seinen Ausschlag anschauen will. Nee, will ich nicht. Also will ich wirklich nicht. Hier einmal kurzer Cut. Nehmt mal alle eure Arme nach oben. Danke, das sieht schon ziemlich cool aus. Haltet die mal so, bis ich euch sage, warum. Wer jetzt schon dachte, dieses WG-Gespräch ist so ein bisschen unangenehm geworden, der hat jetzt nicht damit gerechnet, dass ich komme und sage, meine Leidenschaft ist aber die Urologie. Und dass ich mich am liebsten damit und am allerliebsten natürlich damit beschäftige. Ja. Spätestens jetzt lässt der neben mir sein Popcorn fallen. Die Person links von mir verschluckt sich an ihrem Bier. Und ich bin der Weirdo im Raum. Unangenehme Stille breitet sich weiter aus. Ich warte auf das Erdbeben, was unter mir den Boden spaltet. Und der Nerd in der letzten Ecke geht los und sucht seinen Tarnumhang. Habe ich gesagt, du darfst deine Arme runternehmen? Hoch damit, die brauchen wir noch. Jetzt kommt aber mein Hirn und sagt, Mensch Anna, nein, das können wir noch retten, da geht noch was. Das schaffen wir noch. Also kommt dann so eine Frage wie, ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass ihr beim Schwimmen gehen immer auf Toilette müsst? Danke Hirn, hat nicht geholfen. Wo wir uns die Frage aber schon mal stellen, könnt ihr jetzt mal auch die Arme nach unten nehmen und mal richtig runternehmen. Fühlt mal so richtig tief in die Fingerspitzen rein. Merkt ihr, dass das Blut jetzt so langsam zurückkommt und es vielleicht sogar kribbelt? Da hat euch jetzt gerade die Schwerkraft geholfen. Die hat das Blut zurück in die Arme gebracht. Und das Gleiche passiert euch aber auch, wenn ihr ganz normal lauft oder steht. Nur sackt es euch da vor allem in die Beine. Und der eine oder andere kennt es vielleicht noch von der Oma, die berühmt-berüchtigten Krampfadern. Und das haben wir im Prinzip alle, nur ist bei uns hoffentlich das Bindegewebe einfach noch ein bisschen besser. Wenn ihr jetzt aber schwimmen geht, drückt nicht der normale Luftdruck auf eure Beine, sondern eine ordentliche Ladung Wasserdruck. Und der Wasserdruck presst jetzt das Blut aus den Beinen ab, Richtung Körpermitte und vor allem zum Herz. Und da hat eure Oma jetzt mal für einen ganz kurzen Moment recht, wenn sie sagt, ach Jüngchen, du hast aber heute mal wieder ein großes Herz.
Wie genau das passiert, gucken wir uns hier an. Und hier auf der linken Seite befindet sich natürlich der rechte Vorhof. Der Ort, an dem das Blut als erstes ankommt, wenn es aus den Beinen Richtung Herz kommt. Und da kommt jetzt eine Wahnsinnsmenge an Blut an, die dort eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Und presst von innen gegen die Wand und das Herz merkt, ach du Kacke, da kommt viel zu viel an. Das schafft mein kleiner Herzmuskel gar nicht. Er ist vollkommen überfordert und vollkommen überlastet und braucht dringend Hilfe. Aber kurzen Moment, wie merkt das Herz es eigentlich, dass da so viel ankommt? Da machen wir jetzt mal kurz den Kommissar Kugelblitz und schauen uns das auf Zellebene an. In den Zellen sitzen normalerweise hier Kanäle. Die sind regulär zu, nichts geht durch, alles tipptopp. Doch plötzlich drückt jetzt von innen diese Blutmasse dagegen, die Wand dehnt sich und damit verformen sich auch die Kanäle. Und plötzlich können dort Elektrolyte durchgehen, Nerven werden stimuliert und das Herz schreit. Ein Notsignal wird hochgeschickt ab Richtung Hirn, wo bis gerade eben noch Kaffeeklatsch geherrscht hat. Und zumindest mein Hirn bei dem Gedanken war, ach, was versteht man eigentlich unter einer Turbine? Naja, nix, ist viel zu laut da. Aber plötzlich, alles steht Kopf. Das Hirn hat gemerkt, der Alarm wurde losgelöst. Und was machen wir, wenn wir wissen, es kommt jetzt nur auf uns an und zwar in der letzten Minute. Und wir müssen alles tun, was wir können, aber eigentlich wissen wir gar nicht so recht, was wir tun sollen. Und dann fangen wir an, in Panik zu verfallen. Die Bedienungsanleitung lesen. Und hier im Kapitel Kein Schmerz fürs Herz steht dann geschrieben, ist der Blutdruck im Arsch, dann Wassermarsch. Was heißt das jetzt? Was soll das Hirn machen? Dafür geht es erstmal auf die Suche in sich selbst und das ganze Hirn ist von Neuronen besetzt. Das ganze Hirn? Nein, ein kleiner Teil unbeugsamer Drüsen widersetzt sich hier der Übermacht und produziert einen Zaubertrank namens antidiuretisches Hormon. Und dieser Zaubertrank sorgt im Normalfall dafür, dass ihr nicht so viel pinkeln müsst, sondern doch noch ein bisschen Wasser überhaupt für den Speichel oder für den Schweiß. Jetzt wurde ja gemeldet, dass viel zu viel Volumen da ist, was losgeworden werden muss. Also wird dieser Zaubertrank auf seinem Weg hier gestoppt, kommt nicht mehr bei der Niere an. Und das wiederum ist jetzt für die Niere das Zeichen. Gib Gas, werd volumenlos, produziere Urin und Wasser, Marsch! Das, liebe Leute, ist jetzt der Moment, wo ihr richtig strullern müsst. Das passiert euch aber nicht nur, wenn ihr schwimmen geht. Wo vielleicht der ein oder andere bis gerade noch gedacht hat, dass es an dem Gedanken ans Wasser oder vor allem an dem Geräusch liegt. Nein, euer Körper hat euch tatsächlich gerade das Leben gerettet. Und dieser Mechanismus greift nicht nur beim Schwimmen, sondern auch, wenn euch kalt ist, ihr Kopfstand macht, Liegerad fahrt, mal wieder mit euren Freunden rumhängt, zum Mond fliegt oder eure Hose zu eng ist. Das ist jetzt auch die Geschichte, mit der ich mich zwischen den Keltologen und Brauereiwissenschaftlern einreihen kann und vielleicht doch noch einen ganz kleinen Tag cooler geworden bin. Hier möchte ich auch nochmal Props an meine Schwester senden für die Hilfe bei den fantastischen Zeichnungen. Und ich möchte jetzt, dass ihr aus meinem Vortrag zwei Dinge mitgenommen habt. Punkt 1. Euer Körper rettet euch tatsächlich in den alltäglichsten Situationen das Leben. Unter anderem damit, dass er euch einfach pinkeln lässt, um euer Herz zu schützen. Und daher möchte ich einmal, dass wir alle zusammen Danke sagen an euren persönlichen kleinen Superhelden. Und Punkt 2. Wenn ihr das nächste Mal mit ein paar Freunden ins Schwimmbad geht und die verlassen für eine geraume Zeit das Wasser einfach nicht. Was soll ich da jetzt noch sagen?
Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Anna. Und wenn ihr das nächste Mal schwimmen geht, denkt an mich. Ich hatte jetzt tatsächlich bei deinem Vortrag, im Laufe des Vortrags immer mehr das Gefühl, dass ich jetzt pinkeln muss. Hat das irgendeinen biologischen Nutzen? Das kann auch sein, dass einfach deine Neuronen mehr darauf Acht geben, ja. Aber eigentlich musst du nicht, deine Blasenkapazität reicht ja wohl aus. Alles klar, du hast jetzt gesagt, der Körper rettet uns jeden Tag das Leben. Es gibt also wahrscheinlich noch jede Menge anderer cooler Reflexe, die jetzt nicht so spezifisch sind wie pinkeln, wenn man ins Wasser geht. Erzähl mal, was kommt dir noch so in den Kopf? Also mein allerliebster Reflex ist eigentlich noch der, warum man beim Karateschlag eigentlich umfällt. Und da rettet euch tatsächlich der Körper davor, dass ihr einen Schlaganfall kriegt. Aber das ist sicherlich ein Thema für einen anderen Slam. Also wenn der Schlag irgendwie so an den Hals geht? Gruselig. Okay, gut, gut. Die Botschaft war jetzt so ein bisschen, dein eigener Körper ist mega cool. Also jeder eigene Körper. Ist es, denkst du anders über deinen Körper nach, je mehr du drüber lernst? Absolut, weil wir lernen im Studium so viele Krankheiten. Aber dabei verliert man meiner Meinung nach den Fokus darauf, wie cool eigentlich ein super gut funktionierender Körper ist und wie wenig wir darauf Acht geben. Und ich finde, wir sollten da einfach im Alltag mal drauf achten, was der für coole Dinge eigentlich für euch leistet. Das heißt, ist das so ein bisschen ein Steckenpferd, der gesunde Körper statt der kranke Körper? Ja. Sind das so zwei Strömungen unter Medizinstudenten? Und dann wäre ich die Einzige bisher, soweit ich weiß. Wieso Urologie? Wie bist du da? Wie viel Zeit habt ihr? Eine Minute ungefähr. Nein. Also Urologie ist super cool, weil man ein kleines Organsystem hat, nur ein paar Organe, aber es jeden erreicht, von ganz kleinen Kindern bis hin über schwangere Frauen bis zum alten Mann. Und man da sowohl die Krebsgeschichten mit drin hat, aber auch ganz kleine Sachen und auch natürlich die kleinen privaten Angelegenheiten der Leute. Du hast dieses eine Hormon angesprochen. Sorry, ich finde das super spannend, weil ich echt gerade das Gefühl habe, ich muss mega dringend pinkeln. Deswegen denke ich, vielleicht wird es besser, wenn ich über Pinkeln rede. Dieses Hormon, was dafür sorgt, dass man nicht immer dauernd pinkeln muss. Kann man das irgendwie gezielt einnehmen, wenn man mal so eine Veranstaltung hat, die 3 Stunden dauert und man mittendrin nicht aufs Klo muss? Das fände ich so für mein Leben sehr praktisch. Also das gibt es tatsächlich als Medikament zu kaufen, aber eigentlich für Leute, die das eben zu wenig ausschütten und dann durchgehend pinkeln müssen und so 20 Liter am Tag von sich geben. Da ich ein großer Fan des gesunden Körpers bin, würde ich dir nicht raten, irgendwas zu nehmen dahingehend. Das klingt vernünftig. Vielleicht brauchen wir mehr Ärztinnen wie dich. Vielen Dank an Anna!